Oh mein Gott, soll ich jetzt hier was beichten? Ja. Oh mein Gott, ich muss was beichten. Das ist eigentlich so unangenehm, dass ich das jetzt hier beichte. Eigentlich jetzt geht's los. Jetzt geht mir hier die Pumpe, weil... Hallo meine Lieben! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Alpha Females! Oh, was war das denn, Voice Crack, dieser Voice Crack? Dieser Voice Crack bei 038. Wie das ist, safe eine Person hätte das in die Kommentare auf YouTube geschrieben. 100%. Kennst du immer diese Leute, die immer so, oh mein Gott, dieser Voice Crack, ja. Was ist lustig daran? Ich verstehe es auch nicht so, sorry, dass meine Stimme halt mal kurz weg war. Ich finde das überhaupt nicht lustig irgendwie. Nein, vor allem das passiert halt jedem ja, mal. Ja, deswegen, oh, ja. Oh mein Gott, dieser Voice Crack. Ja, wir hatten gerade die... Achso. Oh, sorry. Folge 7, ja. Sag. Herzlich willkommen zu Folge 7. Wir hatten gerade schon mal angefangen, aber wir mussten nach 30 Sekunden unterbrechen. Weil manchmal drückt doch einfach die Blase. Ja, manchmal drückt später. Die Blase, das stimmt. Ja, ja, wie geht's dir, Kim? Gut, dir? Mir geht's auch gut. Das letzte Mal waren wir hier vor 3 Wochen. 3 Wochen ist schon her. Ich weiß es gar nicht. Ist bei dir irgendwas passiert in den letzten 3 Wochen? Irgendwie nicht so viel Spektakuläres, muss ich sagen. Irgendwie ist mein Leben gerade ein bisschen lame. Aber wir waren letztens auf dem Mark Forster-Konzert. Stimmt. Ja. Wir waren auf der Bühne. Wir waren auf der Bühne, weil wir wurden eingeladen und... Mark Forster hat ja so ein neues Marketing-Ding, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es richtig beschreiben soll. Ja, also der hat halt ein Rebranding. Ja, genau. Und da war halt der Sinn, dass da halt so ein Glaskasten auf der Bühne stand und wir waren da halt drin und haben da quatschige Sachen gemacht. Ja, besonders mir wurde als erstes so geschrieben, wie ich, eigentlich wollte ich nicht mehr so viel erzählen, aber jetzt sitze ich hier wieder und erzähle sowieso direkt wieder alles. Und weil ich hier nur die 2 Leute, die im Hintergrund sitzen, sehe und die 3 Kameras und mir so denke, ja, ich sag das ja gerade keinem, mir egal. Und dann plaudere ich hier immer so aus dem Nähkästchen und erzähle alles. Und dann kommt um 2 Uhr nachts, wenn ich irgendwen Berühmtes treffe, über den ich hier geredet habe, die Nachricht, das muss sofort aus dem Podcast raus. Ich sag jetzt nicht, um welche Stelle es geht, aber manche wissen das, glaube ich. So, diese Stelle muss sofort raus. Und ja, deswegen einfach Females immer pünktlich um 23.59 hören. Dann hört ihr auch die ganze komplette Folge, glaube ich. Dann kennt ihr auch wirklich mal richtigen Team. Ja, aber das ist das erste Mal, dass was rausgeschnitten wurde, war? Stimmt, das ist, aber ich glaube, das war auch nicht das letzte Mal. Aber das Ding ist, was ich noch zu diesem Mark Forster-Konzert sagen möchte. Also, wir sind dahin, nichts ahnend. Und wir kommen in diesen Backstage rein. Wir laufen so, da lag, da war so eine offene Tür. Kim läuft vor mir, guckt nach links, ist nur so. Ich lauf weiter, ich so. No way. Stande da Kontra K. Nackt, also, no, so, also oberkörperfrei. Und wir kamen halt nicht drauf klar, weil wir noch im Podcast so darüber gesprochen hatten. Über dass mein sie so ein Dreckstattoo hat von ja. dem. Und dann steht der da vor mir und das war halt das erste Mal, ja, dass das ich Ding halt ist, so... Ja, ich habe ihn halt gesehen und sie nicht. Und dann meinte ich so zu ihr, guck da rein, guck, wer da steht und so. Dann sind wir zurückgegangen, dann stachel kurz so... Und so, und dann, das habe ich dann auf Video und wir beide so, oh mein Gott, in der Sekunde kommt Mark fucking Forster mit dem Typen, der uns da abgeholt hat, um die Ecke, sieht uns, wir sehen ihn, das ist nicht wir so, oh mein Gott, dann kommt Mark Forster da um die Ecke und so, hi. Na, macht ihr schon Content? Ja, irgendwie, so, ja, genau. Und irgendwie, der kennt uns einfach, also yeah. Der hat ja auch so mit uns geredet, der King, liebe den. Wirklich, Mark Forster. Dann sind wir dann nochmal vorbei an Kontra K's Booth. Dann haben wir dann nochmal beide so reingeglotzt. Und später haben wir so einen Ort gesucht, wo wir was Kurzes drehen können. Und dann sind wir nochmal so 3-4 Mal an diesem Ort, an dieser Tür da vorbeigelaufen. Und der stand halt immer noch an derselben Stelle. Aber das und Ding wir ist haben halt jedes Mal da so reingeglotzt. Und wir waren halt auch nicht so unauffällig, weil wir sind da so vorbei und waren immer wieder auf so, so oh mein Gott. Ja, aber wie lustig ist, dass wir, der steht da so und wir immer nur so und der sieht so alle 3,5 Sekunden oder 3,5 Minuten wieder 2 Quatschköpfe vorbeigehen. Naja, was ich sagen wollte, zuerst wurde uns so gesagt, ja, in diesem Glaskasten in Berlin sind die Atzen, Sido, yeah. Da ist jeder, das ist komplett voll. Chiago und so. Genau, am Ende wurde uns dann so gesagt, nee, die sind alle oben im VIP und ihr seid jetzt die einzigen mit noch 2 anderen Mädels in diesem Glaskasten. Und ihr macht jetzt einen schönen Mädelsabend. Und wo ich mir so dachte, wie die Atzen und Sido da weggeschickt haben vor uns und die sich unten oben aus dem VIP nur so dachten, was sind das für Spinner da drin? Vor allem, wir haben halt auch wirklich nur dumme Sachen gemacht, so Handstand getwirkt. Ja, aber das war ja auch der Sinn, dass das war so richtig Sinn, random. Ja, aber es ist halt wirklich lustig, wenn man das von außen sieht. Und da war eine Situation dann im Nachgang, als das Konzert vorbei war, da hat
also da kam also ein Fan von Kim und weil also dieser, der halt total ein Fan von dir war und der hat sich dann über eine Situation gewundert, wie ich da Kim in diesem Glaskasten angeschrien habe. Und hat das gefilmt, wie ich da ausgeflippt bin und was sich wahrscheinlich die anderen Außenstehenden gedacht haben, was da abgeht. Also war bestimmt echt lustig anzusehen. Ja, aber jetzt musst du auch erzählen, dass wir da Flaschendrehen gespielt haben und Stachels Pflichtaufgabe war, mich so anzuschreien. Also so anzuschreien. Ja, wir haben halt so eine Situation gefaked. Genau, und das war halt so lustig, weil außen in diesem Glaskasten hat das dann ja so ausgesehen, als hätte die mich richtig angeschrien und der hat das gefilmt. Und er so, ich habe es einmal gefilmt, als Stachel dich irgendwie richtig angeschrien hat. Und wir so, ich kann nicht mehr. Genau, was noch passiert ist, die Einladungen für meinen Geburtstag sind raus. Stimmt. Und hier kann ich es schon sagen, weil auf TikTok habe ich auch überlegt, wann fängt man an, seinen eigenen Geburtstag, wenn man so einen riesen XXL TikTok Pro Max Geburtstag feiert, zu promoten. Ja, aber so 4 Wochen vorher ist ja low-key zu früh, deswegen mache ich das erst so 2 Wochen vorher. Aber ich habe da jeden eingeladen und kommt doch her und hatet mich. Kommt doch und sagt, oh mein Gott, kennst du die überhaupt? Nee, kenne ich nicht. Ich habe da Leute eingeladen, mit denen habe ich noch nie geredet. Tatsächlich, Baby Shelly, herzlich willkommen. Kommt die auch? Ja, die kommt. Die hat sogar direkt zugesagt. Oder wer auch immer. Ich habe jeden, ich will nicht sagen jeden Schwanz, aber ich habe schon jeden Schwanz eingeladen. Ich gucke so meine Instagram-Liste durch, Leuten, die ich folge. Einfach bei jedem noch so... Die Einladung, was kennst du, diesen TikTok-Sound, dieses... Ja, ich kenne das. Einfach mal überall diese Einladung reinkopiert. Weil, ja, ich hoffe, die kommen alle. Und da muss man jeden einladen. Du hast auch einmal so zu mir gesagt, oh mein Gott, ja, du hast echt jeden eingeladen, oder? Ja, weil ich halt über manche Personen, die ich halt nur kenne, mit denen du ja nicht wirklich was zu tun hast... Ja, hab ich echt nicht. So verwundert war, weil ich war so, aber ich checke halt den Sinn dahinter, weil du machst es halt so big und dann können ja auch viele Leute kommen und man soll auch eine gute Zeit zusammen haben, aber ich war halt so, es ist halt schon random, so auch mit Fremden seinen Geburtstag zu feiern irgendwie. Aber es sind ja, naja, es sind ja keine Fremden. Ja, du kennst Fremde. Ja, nicht. Ja, aber also, das ist halt in unserem Hollywood Glamour Life ist es halt normal, weil wenn Justin Bieber eine Party macht, dann kennt er da ja auch nicht jeden persönlich. Dann lädt man da ja auch mal so eine ein, die gerade einfach Hype haben. Ja. Kim, da wo der Hype ist. Nee, weil ganz ehrlich, ich habe überlegt, ob ich den Preis sage, die diese Party kosten wird. Aber ich... Nee, hast du es auch noch nicht verraten. Habe ich es dir noch nicht gesagt? Du hast mir noch nicht verraten. Weil ich habe den Preis, dass es insgesamt kosten wird, aber davon wird einiges durch Sponsoren übernommen. Ah, okay. Aber ich möchte das, ich weiß nicht, ob ich das sagen will. Weil manche werden nicht gönnen. Vielleicht mal zu einem anderen Zeitpunkt. Genau. Wenn die Sache ein bisschen abgeflacht ist. Ich schwöre, das ist halt so, also ich glaube, das ist halt hinter Gut und Böse, was sich Leute vorstellen, was man für eine Party zahlt. Das Ding ist, ich wusste halt, also ich habe ja so von anderen schon immer mal wieder gehört, so wie viel halt so Partys kosten. Und da war ich schon so, wie? Also weil ich kann mir das halt so null vorstellen, wie halt so viel Geld da so zustande kommt. So für was? Weil so ich denke mal halt so, ja, so eine Location kostet 100 Euro. Das denke ich irgendwie auch. Bisschen das ist so Getränke für ein Fuffi, ich gehe schnell in Rewe rein. Das denke ich mir irgendwie auch. Aber nee, die Locations in Berlin fangen ja bei 8.000 erst an, gehen bis 50.000. Was? Also ein Mini-Raum im, keiner, Spreespeicher heißt das, das kennen werden die Leute jetzt nicht kennen, aber das ist so eine riesen Location in Berlin, sehr, sehr schön. Wenn man die ganze Location irgendwie mieten würde, würde das, glaube ich, 50.000 kosten. Oha. Ist so krass. Also für einen Abend, überleg mal, aber du hast ja was von. Ja, muss man auch sagen. Da muss man auch was mitnehmen, da wird investiert. Da wird Fame abgegriffen von einer Julis Boring Life, von einer Jana Claire, von Videozeugs. Die von alle. Inshallah. Also haben euch alle zugesagt. So Gott will, werden die kommen. Aber fände ich auf jeden Fall geil. Kommt bitte. Kommt, Videozeugs. Du hast mir letztens erzählt, dass das nichts für dich ist. FaceTime. Die guckt das nicht mal. Die hat so gesagt, ja, ich hab's noch nicht geschafft, reinzuhören. Über diese Leute, wenn ich so frage, ach, guckst du den Podcast, weil die irgendwelche Clips gesehen haben? Dann sagen die so, nee, hab's noch nicht geschafft, aber hab Clips gesehen. Naja. Lass mal einfach mal so stehen. Ja, ich bin gespannt auf meinen Geburtstag auf jeden Fall. Genau, also dieses Argument, du kennst die doch alle gar nicht und einfach irgendwie jeden eingeladen. Ja, und jetzt? Kennst du das, wenn man Argumente so tot macht, wenn man sagt, ja, ist so und jetzt? Ja, weil das Ding ist, weil man gibt's halt so zu. So, ja. Weil du gehst halt nicht so dagegen an, sondern bist so, ja, ich weiß. Also, wenn ich weiß. Ja, letztens hatte ich eine Konfrontation mit jemandem und ich meinte auch so, du machst das und das. Und er dann so, ja.
und jetzt? Und ich konnte, ich konnte überhaupt nichts mehr sagen ich dagegen. Mit dir streiten. Ja, schwöre. Da kommt man nicht gegen an, tatsächlich. Das stimmt. Genau, das ist so ein bisschen passiert in der Zwischenzeit. Aber mehr auch irgendwie nicht. Ja, nur so kleine Sachen, aber die habe ich mir noch aufgehoben für später. Oh, ich bin gespannt, Geil. Wollen wir erst einen Programmpunkt machen? Erster Programmpunkt ist? In und Out, oder? Ja, genau. Hast du eigentlich In und Outs? Ich tue mich ja so schwer mit In und Outs, bin ich ja ehrlich, aber Kim hat mir jetzt einen Denkanstoß gegeben und ich glaube, es ist jetzt ein bisschen besser geworden. Und wollen wir zum In kommen oder erst Out? Zum In. Zum In. Ich habe als In Hygiene bei Männern. Ja. Voll. Aber das sollte eigentlich auch niemals Out gewesen sein. Naja, aber viele unterschätzen das irgendwie. Vor allem so, wenn das jetzt mein Appell an euch Männer, ne? Achtet mal ein bisschen mehr auf eure Hygiene, weil viele legen da wirklich auch nicht so Wert drauf, weil die sind so... Ja, also ich gehe halt einmal die Woche duschen, einmal ein bisschen Haare waschen, aber das war es dann auch an der Stelle wieder. Und ich finde, das sollte so mehr so, dass man auch mal so zur Maniküre geht und man sich so mehr um sich selber kümmert. Bei so Männern. Oh nee, irgendwie dürfte mein Freund nicht zur Maniküre. Soll ich mit dem zusammen ins Nagelstudio oder was? Aber so ein bisschen gepflegt sein? Ja, gepflegt auf jeden Fall. Gepflegte Fingernägel sind auf jeden Fall wichtig. Ja. Aber ganz ehrlich, so wie es unter meinen Gelnägeln aussieht, das will man auch nicht sehen. Also, deswegen klebe ich mir die Scheiße da drauf, weil darunter sieht es auch nicht schön aus. Und sieht man Dreck nicht mehr. Ja, aber ich hatte halt mal was mit einem Typen, der war halt nicht so hygienisch. Und deswegen möchte ich... Was war das? Das, war eine Story, da habe ich wirklich jegliche Grenzen überschritten, mir selber gegenüber. Ja? Ja, komplett. Okay. Also es war so, ich hatte mal was mit einem Typen und einige werden vielleicht die Story schon kennen. Von TikTok. Und ich habe halt einen Typen gedatet und wir waren halt bei ihm zu Hause. Und wir lagen dann halt so im Bett und er hat dann halt so seine Arme so zur Seite gemacht, dass ich mich halt quasi so an ihn rankuschel. Mhm. Und dann habe ich das halt gemacht und ich habe schon, während ich so mich rangelöscht und gemerkt, ach du Scheiße, der stinkt so sehr. Ah. Der hat halt so schlimm nach Schweiß gerochen. Und manchmal, wenn man so aufgeregt ist und schwitzt, so, dann riecht man ja auch manchmal. Also wenn ich schwitze, rieche ich auch manchmal. So. Mhm. Aber ich checke das. Und in so einem Moment, wo ich mir denke, wenn du auch so zu Hause bist und man das selber riecht, so, ich wäre direkt ins Bad gegangen und hätte mir irgendwie ein Deo draufgesprüht oder so. Aber man riecht das echt selber. So. Aber er hat es anscheinend nicht selber gerochen. Und dann irgendwann waren wir halt auch mal so zusammen duschen, weil das macht man irgendwann mal. Auch irgendwie so cringe, wenn man so voreinander steht und so duscht. Und dann habe ich mal sein Duschverhalten so analysiert und habe halt gesehen, dass der halt nur so das Wasser so über seinen Kopf hat laufen lassen. Und da war ich so... Also ich dachte mir so, kein Wunder, warum du stinkst. Also weil da war mich nicht mal so immer ein bisschen so einschamponieren oder so, dann mal so am Pimmel mal so irgendwie mal ein bisschen sauber machen. War halt nicht. Da hat mich halt gar nichts mehr gewundert. Naja, dann irgendwann war ich halt mal im DM und dann stand da ein Duschgel, was ich dann halt mal für ihn mitgenommen habe, weil ich so eine gute Seele hatte bin. Hatte der nicht mal Duschgel? Der hat sich nur mit Wasser gewaschen. Was? Es war, keine Ahnung, war irgendwie ein bisschen sass. Und dann habe ich halt gesagt, guck mal, Baby, ich hab dir was mitgebracht. Und dann habe ich ihm halt verkauft. Normalstes Geschenk für Männer. Ja. Männer arbeiten 20 Jahre in der Firma und am Ende so ein Nivea 3-in-1-Set mit Creme, Duschgel. Genau, und das habe ich auch gekauft. Ja. Tatsächlich. So was habe ich früher mal meinem Vater zu Weihnachten geschenkt, weil ich nicht wusste, von was Nivea, das Blaue. Ich so, was schenkt man jetzt Männern? Für die Mutter immer so was richtig Geiles, immer so beste Mama der Welt-Tasse. Ja. Und für meinen Vater irgendwie auch. Gab's ein Duschset. Gut, Duschset von Nivea. Ja, auf jeden Fall habe ich ihm das mitgebracht und dann habe ich ihm halt verkauft, dass es mein Kink ist, andere Leute einzuschamponieren, weil ich so das liebe, die Mutterrolle einzunehmen und mich so um mein Gegenüber zu kümmern. Und dann waren wir halt duschen. Oh mein Gott, you took one for the team, Riri. Und dann habe ich halt mit ihm, also war ich halt mit ihm duschen und habe ich so seine Haare einschamponiert und habe ihm halt so gezeigt, wie man sich so wäscht und so. Und er hat immer gut geduftet. Ja. Und da... Das ist so... Witzig, aber auch irgendwie eklig. Es ist auch ein bisschen eklig, aber auch ein bisschen nett von mir. Ja, nett von dir auf nett, jeden Fall. Weil zu sagen, so, du stinkst, so ist halt schon irgendwie ja, das echt stimmt. Hart. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber manchmal hat man auch so Mundgulli und wenn dir dann jemand sagt, so willst du mal einen Kaugummi und man ist so, und dann sind die so, komm, nimm mal einen. Das ist mir noch nie passiert, ist dir das schon mal passiert? Kennst du das nicht manchmal, wenn man vielleicht den ganzen Tag nichts gegessen oder getrunken hat, dass man so ein bisschen Mundpups hat? Ja, aber mir, also kann ich mir schon vorstellen, aber mir ist noch nie vorgefallen, dass mir jemand sowas angeboten hat. Mir ist es schon mal passiert, ja. Mir ist es schon mal Drachenkompost. Nur du hast Drachenkompost. Ja. Nee, also manche Leute haben aber auch einfach so einen komischen Körpergeruch.
Aber ich glaube, manchmal kann man sich auch vielleicht einfach nicht riechen. Checkst du, was ich ja, meine? Ja, also keine Ahnung, ich hatte auch so einen in der Klasse früher. Ja. Ja, wo jeder immer so geredet hat, oh, die hat so einen komischen Körpergeruch, weil die hat irgendwie immer so komisch gerochen. Nach was? Kannst du es beschreiben? Nee, ich kann es gar nicht beschreiben, aber das war irgendwie so, man wollte nicht neben der sitzen. Oh Gott, die Arme auch ein bisschen. Ja, wirklich die Arme. Aber vielleicht war es auch die Pubertät einfach zu der Zeit. Ja, das war schon so 11. Klasse. Spätpubertät. Vielleicht. Da riecht man manchmal ein bisschen unangenehm. Ja, aber deswegen so Männerhygiene finde ich voll wichtig. Oder ja, auch so, das Ding ist, du kennst es nicht, aber wenn man manchmal so zu Typen mit nach Hause geht, deren Betten, weißt du, die haben die Bettwäsche so seit 4 Wochen nicht gewaschen, dann liegt da meistens nur so ein Laken, nicht mal irgendwie eine Bettdecke oder irgendwas. So, die schlafen irgendwie so auf so einem Kissen, was so von 1980 ist, schon so richtig zerfetzt ist und das klebt auch irgendwie alles. Ja. Und das ist auch so eine Art von Hygiene, wo man ein bisschen drauf achten muss. Mach mal dir ein schickes Bett, komm, wasch mal deine Bettwäsche. Voll wichtig, weil du schläfst einfach in deinem eigenen Dreck. Ja, oder so nicht. Als ich mal bei einer Hausparty bei Sign Baby war, hatte der sein Bett hatte nicht mal eine, ein Bettlaken und eine Bettdecke. Also da war einfach nur die losen Sachen. Aber ich weiß auch nicht, ob der da drin gefällt. Oh, das ist so widerlich. Oh, mich schüttelst da. Findest du? Oh nein, ich habe ja auch so eine schlechte Erfahrung mit so einem Typen, der einen feuchten Keller hatte. Habe ich dir das jemals erzählt? Nee, hast du mir auch nicht erzählt. Oh, so schlimm. Der hat im Keller gewohnt und Keller ist ja immer... Die haben im Keller gewohnt, ich kann nicht mehr. Die haben halt in einem Haus gewohnt und der hat sich halt den Keller so quasi so ausgebaut. Und du musst ja aber so einen Keller trockenlegen, wenn du da drin lebst. Und da war es halt feucht und kennst du so diese Luft so in einem Keller? Das ist halt schon so ein bisschen eklig. Ja. Und ja, immer wenn ich halt dort war, so meine Klamotten haben noch irgendwann so richtig modrig schon gerochen. Und so wenn man Wäsche nicht aus der Waschmaschine holt. Ja, oder du legst sie nicht, also, oder du hängst die halt nicht, nee, oder du hängst die halt schon ab, wenn die halt noch nicht richtig trocken ist, oder so, so dieses, ne? So, und wenn wir dann auch uns so ins Bett gelegt haben und so, weil dadurch, dass es ja so feucht war, war auch die Bettwäsche immer so feucht. Oh mein Gott, das ist richtig schlimm. Ja! Oh, dann graust du mich. Weil irgendwie frage ich mich, bei dir, Girl, stand on your business, wie kann man da noch mitmachen und da sich noch reinlegen und einkuscheln in so ein feuchtes Bett? Ja, und noch die Tropfsteinhöhle irgendwie. Das war wirklich so schlimm, weil das war dann auch so kühl und so feucht, diese Bettwäsche. Und da war so, ist doch schön, das kühlt ein bisschen runter. So, nee, sorry, ist ach du eklig. Scheiße. Du hast gerade so eine Erinnerung freigeschaltet mit Kellerwohnen. Als meine Eltern sich getrennt haben, bin in einem Haus aufgewachsen und dann, bevor wir in ein anderes Haus gezogen sind, haben wir kurz in einer Wohnung gewohnt. Yeah. Und diese Wohnung ist so ein Fiebertraum, weil das war halt so ein Mehrfamilienhaus. Yeah. Und unsere Nachbarn, bei denen ich immer gechillt habe, weil ich jeden Tag irgendwie meinen Schlüssel vergessen habe und dann immer so bei denen, bei so fremden Leuten essen musste. Und irgendwann habe ich damit so angefangen, ich so bei denen geklingelt, ich so, hi, ich habe meinen Schlüssel vergessen, kann ich zu euch? Und dann war das irgendwie so ein Ding, dass ich irgendwann jeden Tag bei denen gefressen habe, weil meine Mutter sowieso erst, keine Ahnung, halb durch nach Hause gekommen ist. Und der Sohn von diesen Nachbarn hat in diesem Keller da gewohnt. Aber das ist ja kein Keller im Haus. Das war ja von einem Mehrfamilienhaus so ein random neben dem Fahrradkeller, so ein Raum. Ja, und der hat da so ein Bett eingestellt. Und manchmal wollte ich so unten zur Waschmaschine von diesem Mehrfamilienhaus, weil es gab... Oder wo man die ganze Wäsche aufhängt. Also da gab es auch so einen Raum, wo man von diesem Haus die Wäsche aufhängt. Und dann bin ich aus Versehen falsch abgebogen und dann stand ich auf einmal in seinem Zimmer. Und ja, da stand, Digga, das war so ein Knastzimmer, das war so ein Bett, so ein Schrank und irgendwie, Boy, Marvin, was war los mit dir? War denn auch da, hast du da falsch abgebogen? Nee, da war er, also da hat er bestimmt vergessen abzuschließen, aber der war so Schiedsrichter. Aber auf Berufbasis. Also der hat so bei Eintracht Braunschweig, VfL Wolfsburg und so gepfiffen. So als erstes hat er so bei der D-Jugend in unserem Dorf gepfiffen und dann hat er irgendwann so da bei diesem Verein gepfiffen. Das ist so ein Eklog hier irgendwie. Schiedsrichter zu sein, geht. Du rennst halt so diesen Spielern so hin und her und hältst dann so deine Karte und deine Trillerpfeife so im Mund. Das ist irgendwie so random. Findest du? Ja. Also wenn man so bei krassen Mannschaften pfeift, dann verdient man da richtig Geld, ne? Ja, weiß ich halt nicht. Ich bin halt nicht so eine Fußballtante wie du. Ich bin auch keine Fußballtante. Ich weiß sowas durch Erfahrung, weil ich mal so mit so jemanden kannte und der hat mir, vielleicht hat er auch gelogen.
Weil der hat mir auf jeden Fall immer, okay, wahrscheinlich hat der gelogen, der hat mir erzählt, er verdient richtig viel Geld bei VfL Wolfsburg, aber hatte unten im Keller von einem Mehrfamilienhaus ein Zimmer mit einem Bett und einem Schrank drin, das aussah wie Justizvollzugsanstalt. Ich kann dir nicht zeigen, wie reich er ist. Ich kann nicht mehr, ja, der hat gerade, also der hat immer zu mir gesagt, dass er da total gut verdient. Naja, Schatz. So viel dazu, ja. Okay. Das war mein In. Das war dein In. Was habe ich nochmal als In? Muss ich mal kurz nachgucken. Ich habe Konfrontation als In. Wow. Und das meine ich so, dass man so seine Meinung broadcasten sollte, wenn man auch mit Leuten ein Problem hat oder so. Und nicht dieses, ich habe keinen Bock mehr mittlerweile auf dieses hinterm Rücken reden. Also ja, jeder lästert mal über jemanden oder so. Aber ich habe nicht mehr so viel Bock, wenn eine Person dir wirklich so auf den Sack geht, dass du immer redest über die, dass du dann einfach nicht zu der Person gehst und einfach dein Problem einfach so broadcastest, mitteilst auf eine nette Art, zu sagen, hey, ich habe ein Problem und es geht gerade nicht mehr oder so. Checkst du? 100%. Zum Beispiel oder auch so Sachen, man muss nicht immer bei jeder Kacke lügen, um Leute gut fühlen zu lassen, wenn das Hurensöhne sind. Yeah. Zum Beispiel letztens, ich war auf einer Kirmes in Nürnberg auf dem Volksfest und da haben wir so jemanden getroffen und dann haben meine Freunde den so begrüßt und so, beziehungsweise, keine Ahnung, nur Felix Berthold hat den halt begrüßt und ich kannte den halt auch, weil wir uns eigentlich auf Instagram gefolgt sind, bis letztens, weil ich dem letztens entfolgt bin. Und der hat das anscheinend gesehen und so. Und dann hat er mich schon so komisch angeguckt und wollte mich irgendwie nicht so begrüßen, weil ich dachte erstmal so, sage ich einfach so, hi, weil wir uns kennen. Und dann habe ich schon so gemerkt, okay, der findet es irgendwie komisch. Und dann dachte ich so, ja, nennst du das Kind jetzt hier beim Namen? Und ich so, ja, ich bin dir entfolgt, weil du ein Hate-Kommi über meinen Podcast geliked hast. Und dachte so, ich sehe das nicht. Und er dann so, Und ich dann so, ja, boy, du hast bei meinem Podcast, bei diesem Bild, bei unserem Cover, als wir das hochgeladen haben, so 3-4 Kommentare irgendwie geliked, wo so stand, Junge, was ist das für eine Scheiße? Oder braucht kein Mensch? Oder keine Ahnung, die zwei Fetten oder sonst was. Halt so eine Hate-Kommentare geliked. Und dann habe ich das einfach zu ihm gesagt. Ich so, boy, wieso likest du das so, ne? Und er dann so, ey, das war so peinlich. Felix meinte dann zu mir, dass das gar nicht geht, dass ich das gemacht habe, weil das so unangenehm anscheinend war. Aber ich finde das so gut, dass ich so bin, weil ich denke mir so, man muss so eine Leute doch auch mal ansprechen und so. Was machen die halt weiter mit so einer Scheiße. Ich schwöre, beziehungsweise mal fragen, was das soll. Ja. Und dann war ich auch so, was sollte das? Und dann eher so, ich like einfach immer die Top-Kommentare. Ich like immer die Top-Kommentare. Ja, genau, das hatte ein Like und der Like warst du. Ja. Also, wie die denken, ich guck da, also ich bin ja auch krank, aber ich guck natürlich, wer die Sachen liked, in case, dass sowas passiert. Ja. Oh Gott, wie schlimm. Also, aber ich verstehe den Punkt, dass man einfach Dinge ansprechen sollte, weil ich hatte das auch schon super oft so, dass sich voll viele Dinge bei mir angestaut haben und ich dann auch so einen Hass der Person gegenüber entwickelt habe, obwohl ich die eigentlich mag. Ich schwöre, dann hat man, wenn man nicht drüber redet, dann entwickelt sich hier, ich kenne das so, in diesem Bereich so ein Gefühl, das so heiß wird und man sich so denkt, oh mein Gott, immer wenn die Person irgendwas postet auch, kennst du das? Ja. Und dann fuckt man sich über alles ab, was die Person macht, obwohl das eigentlich normale Sachen sind, die man sonst gar nicht schlimm finden würde. Komplett, und das Ding ist halt auch so, Dinge anzusprechen, zu thematisieren, die einen vielleicht an einem stören, so, ein guter Freund ist dir nicht böse. Ja. So, und es ist auch nichts Schlimmes, mal seine Meinung zu sagen. Man muss auch nicht alles immer gut heißen. Ist weil so. Man kann auch Meinungsverschiedenheiten haben oder einfach mit gewissen Dingen einfach vielleicht nicht klarkommen und da das einfach zu sagen, so ist vollkommen fein. Ja, für safe. Finde ich auch. Deswegen finde ich ein guter Punkt. Geiler Abschluss. Gut. Hast du noch ein Out? Ja, Outs habe ich immer mehr als Ins. Ja? Ja. Okay. Pessimistische. HTTP gebrochenes Knicklicht. Das ist dein Username. Nee, das war nicht. Nee, das war, aber das ist so ähnlich. Frei sein und gehen war ich. Frei sein und gehen. Ich habe als Out, und da spüre ich jetzt schon die Hate-Welle, Hafermilch bzw. so Alternativdrinks. Spinnst du? Ja, komplett. Was soll ich machen, wenn ich DF bekomme von Kuhmilch? Laktosefreie trinken? Nee. Nee. Das Ding ist. Laktosemilch irgendwie. Hä? Also die am Kühe.
Ja, klar, die armen Kühe, aber wenn ja, klar, die armen Kühe, aber lass doch, trink doch mal Kuhmilch. Aber wenn mir auch noch einmal jemand sagt, Hafermilch, Mandelmilch, Erdnussmilch schmeckt gut, ich kack euch vor die Tür. Also, weil es schmeckt... Mandelmilch schmeckt low-key echt gut. Das schmeckt am schlimmsten, das schmeckt nach Erbrochenem. Was? Ja. Ich finde meinen Kaffee voll geil damit. Nee, das redest du dir ein. Ich kann halt bin halt laktoseintolerant. Ja, und das verstehe ich. Deswegen laktosefreie Milch trinken, aber nicht das. Nee, ich trinke keine laktosefreie Milch. Und für mich komme ich mir vor wie so ein Opfer, wenn ich das an die Kasse lege und da so laktosefreie Milch. So, werd erwachsen, was trinkst du? Laktosefreie Milch. Ich finde das voll geil, laktosefreie Milch. Schmeckt ein bisschen süßer. Das finde ich voll ick. Wenn Menschen Milch trinken. Nein, wenn Menschen laktosefreie Milch aufs Kassenband legen. Da bist du irgendwie will ich nicht so mit den chillen dann, wenn die so laktosefreie Milch aufs Kassenband legen, weil ich denke mir so, boy, ja, life is tough, get a helmet. Also, aber vielleicht schmeckt es denen ja trotzdem Milch. Ja, dann sollen sie direkt Kokosmilch oder sowas trinken. Und dann schmeckt es ja nach Kokos. Ja, das ist, Digga, willst du mir gerade sagen, dass Milch schmeckt? Bist du so eine, oh, du Eklige, bist du so eine, die so ein Glas Milch säuft? Nein, das jetzt nicht, aber ich finde den Milchgeschmack geil. Ich mag so Milchprodukte. Nee, ich finde das so schlimm. Früher, wenn ich Cornflakes mit Milch gefressen habe, musste ich immer, weil ich immer zu viel Milch genommen habe, immer noch mehr Cornflakes reinschütten, bis die ganze Milch weg war, weil meine Eltern immer so meinten, hier wird nichts weggeschmissen und dass ich das trinken soll aus dieser scheiß Schüssel. Und das hat mich so angeekelt, schon damals dieser Gedanke, dass ich diese Milch daraus trinken muss, schlürfen so, dass ich da immer mehr von den Zinni-Minis reinmachen musste. Aber ich fand das dann toll, wenn sich das dann so dieses Pulver dann da so aufgelöst hat von den Cornflakes, dann konnte man es so richtig schön hinterkippen. Nee, ja, aber nee, also ich finde auch alle Menschen, die halt sagen, dass so Alternativprodukte schmecken, die lügen für mich in meinen Augen. Aber es... Null. Ja. Null. Vielleicht schmeckt es denen wirklich, aber ich kann es halt einfach nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen und ich will es auch nicht verstehen. Das ist so Pick-Me von dir. Das ist so... Das ist so fucking Pick-Me. Als nächstes kommt noch... heute habe ich mir eine richtig geile Bratwurst gegönnt. Nimm das, Veganer. Das ist deine nächste Insta-Story, oder was? Nein, das jetzt nicht. Es gibt ja Menschen, die sind vielleicht nicht vegetarisch oder vegan oder keine Ahnung, aber sie trinken ja trotzdem Hafermilch, weil es denen schmeckt. Aber ja, das, me. Ja, das kann nicht schmecken. Doch, das schmeckt. Boah, das ist mich ekelt einfach Milch voll an. Ja, okay. Loke. Wir sind so unterschiedlich. Oh mein Gott, gerade hat so ein Geiler meine Story geliked, wie ich nicht im Flugmodus bin. Muss ich dir nachher mal zeigen. So, wo sind wir jetzt? Bei Out? Ich habe als Out... Boy, ich habe als Out Schiss haben. Und da denke ich mir auch so, ich finde Schiss haben, aber ich meine nicht Angst vor etwas haben, was begründet ist, weil man kann Angst haben, aber ich meine wirklich Schiss. Und wenn ich sage Schiss haben, dann ist das so... Also, oh mein Gott, wieso hast du jetzt Schiss? Wieso machst du dir den Kopf? Mal Wovor Beispiel? Hast du Schiss? So zum Beispiel so Freizeitpark? Nee, zum Beispiel, ich finde, Schiss haben ist sowas, wenn man vor jemandem Angst hat, aber ohne Sinn. Zum Beispiel, ein Freund und ich waren letztens wo und haben da was gefilmt und dann haben die Person von da, also die waren nicht im Video drauf oder gar nichts, aber die Person haben dann so gesagt, wenn ihr das nicht löscht, dann rufe ich die Polizei. Ich rufe die Polizei. Und so, und ich war so, oh, die rufen nicht die Polizei. Und der Freund von mir meinte dann so, oh mein Gott, die rufen die Polizei, die rufen die Polizei. Und so, was machen wir jetzt? Ist da so mit dem Auto stehen geblieben, hat da so geparkt und meinte so, oh mein Gott. Und hat dieses Video auf irgendwelchen anderen Apps importiert, weil er das auch auf TikTok posten wollte. Und war so, was mache ich jetzt? Ich muss das jetzt irgendwie hier importieren, wenn die Polizei rufen, wenn die Polizei das sieht. Und oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt zu viel sage. Er meinte auch so, er hat Angst, dass die Polizei seine News sieht. Und er so, oh mein Gott, was ist, wenn die durch meine Galerie gehen? Und ich so, boy, die rufen nicht die scheiß Polizei. Ich hasse das, weil einem wird ja so oft mit der Polizei gedroht, ja. Immer von so einen alten Karens. Die sagen ja immer so, ich ruf die Polizei. Wo ich, okay, mach, ja. Mach. Wenn die eh nicht davor, machen. Ich habe davor auch keine Angst, was soll die Polizei machen, wenn wir uns da selber gefilmt haben. Ja. Also sorry, man braucht jetzt keine Drehgenehmigung, wenn man auf irgendeinem Parkplatz steht. Also so weit kommt so ein mit dem iPhone 14 Pro Max irgendwas filmt.
Aber krass, dass der da so Schiss hatte. Ja, genau. Und da denke ich mir... Und der ist wirklich so unbegründete Angst. Alle meine Freunde sind irgendwie immer so, oh mein Gott. Oder wenn die mich filmen sollen, okay, ja, deren Gefühle sind so valid und ich möchte die auch nicht ausbeuten, dass die für mich irgendwas filmen müssen und ich so sage, mach doch. Aber die haben das Film dann manchmal nicht richtig, weil die Angst haben. Ich verpixel die andere Person sowieso, aber weil die Angst haben, dass sie aufs Maul kriegen oder so. Aber ich denke mir so, vielleicht ist diese Angst begründet bei dem, was ich manchmal mache. Aber irgendwie, nee, also da wird schon nichts passieren. Hört doch mal auf, so Schiss zu haben immer. Ja, die haben halt Angst vor den Konsequenzen, keine Ahnung, weil die sich vielleicht im Kopf das schon aber ausmalen. Aber da kommen keine Konsis. Ja, aber man, die vielleicht. Also ich habe ja auch manchmal so vor Sachen so Schiss. Ja. Ein Film jetzt zum Beispiel, was sowas angeht, jetzt nicht mehr, weil ich da halt auch so Zero Fucks geworden bin, so, was wollt ihr mir mäßig? Mhm. So, ich filme dich ja auch immer und überall, wenn du das willst. Ich mach das wirklich. Und ich filme nicht nur deine Schuhe, sondern alles. Ja, du machst wirklich. Ja, aber manchmal habe ich einfach auch, also vor unbegründeten Sachen, keine Ahnung, ich habe jetzt kein Beispiel, aber ja, nee, auch so manchmal, keine Ahnung, wenn irgendwo es Stress gibt und da auch die Leute sind und oder man wird falsch behandelt irgendwo. Mhm. Ich habe jetzt auch kein richtiges Beispiel oder so, dass man dann nicht mal so nachfragt, so, hä, wieso denn oder so, sondern dass man nur so sagt, okay, oder so. Da bin ich auch so, ich bin ja auch so ein bisschen so auf Konfrontation dann aus und so. Wie meinst du? Ach, vergiss es. Ich weiß, was ich meine, aber ich habe kein richtiges Beispiel und deswegen macht es keinen Sinn. Aber dass man einfach so, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel in den Club nicht reingelassen wird oder so sagt, ja, wieso denn nicht? Ja, so eine Sache nehme ich dann auch einfach hin und bin so, okay. Ja, siehst du? Ja, weil ich habe da auch keinen Bock auf so ein Gespräch. Dann so, ja, vielleicht hat es einfach heute Abend nicht gepasst, dann gehe ich vielleicht morgen wieder, aber ich muss jetzt nicht mehr anhören, so, dein Outfit ist scheiße. Ja, so. Ja, okay. Deswegen umgehe ich manche Dinge auch einfach. Ja, aber okay. Du magst vielleicht manchmal einfach so ein bisschen Beef und so ein bisschen Spice. So. Ja, manchmal, wenn der Tag zu langweilig war, dann kann man doch mal ein bisschen was wieso nicht reingeben, ja. Okay. Oh mein Gott, weißt du, was wir vergessen haben? Hey, Kombi der Woche. Ah, das muss stimmt. Doch immer am Anfang passieren. Stimmt. Scheiße, Mann! Spaß. Wir schneiden die Folge einfach um. Nee, das machen wir nicht. Okay. Darf ich anfangen mit meinem Hate-Kommi? Ja, klar. Mein Hate-Kommi ist, die Storys sind alle so ausgedacht von uns. Also unsere Storys, die wir erzählen, so und das auf Podcast. TikTok genau unter unseren Clips. Und dazu will ich was sagen. Und zwar, wir machen uns mit unserem Podcast ja so ein bisschen darüber lustig, dass so jeder einen Podcast macht. Also allein mit diesem Namen, diesen Alpha-Females, weil so viele Männer sich irgendwie hinsetzen und denken, sie müssen einen Podcast machen. Und auch mit der ersten Folge so, mit diesem nicht noch einen Podcast und so. Wir machen uns da ja so ein bisschen drüber lustig. Und weil wir aber der Meinung sind, dass wir uns hier hinsetzen und wirklich mal zwei Leute sich vor eine Kamera setzen und reden, die wirklich was zu erzählen haben. Unsere Storys sind real, weil wir so ein spannendes, sage ich jetzt einfach mal, das sage ich jetzt ja auch, da setze ich mich jetzt einfach mal hin und sage das, dass wir ein spannendes Leben haben und halt so krasse Storys, die wirklich Leute mal interessieren würden. Und nur, weil wir uns nicht in unseren Podcast setzen und sagen, ja, was ist deine Go-To-Macis-Bestellung oder so und über sowas reden, heißt es nicht, dass die Storys gleich ausgedacht sind, nur weil wir halt zwei Leute sind, die endlich mal krasse Storys haben, weil wir berechtigt sind, einen Podcast zu haben, weil wir zu viel zu sagen haben. Checkst du? Ja, vor allem, warum sollte ich mich hinsetzen und mir irgendwas aus dem Arsch ziehen? Ja. Also, das war ja unter dem Clip mit 24 Tim. Mhm. Warum sollten wir uns sowas ausdenken, um jemand anderen öffentlich bloßzustellen? Das macht keinen besonders, das Sinn. Hat doch auch Todeskonsequenzen. Ja. Wir sehen den ja immer. Ja. Also, wir haben da ja auch wirklich One for the Team genommen, dass wir das, weil, ja, der Anruf war da, ne? Aber, ich verstehe den Sinn auch nicht, also keine Ahnung. Aber das Ding ist, ich glaube auch, warum manche Leute das denken, dass wir uns das ausdenken, weil so Dinge, die uns passieren, sind auch manchmal so absurd, dass man die nicht, also glaubt, weil man denkt so, das kann nicht echt sein. So, das kann nicht echt sein, deswegen. Weil ich habe das zum Beispiel bei mir unter meinen Storytimes auch schon super oft gehört, dass ich mir das ausgedacht hätte. Und hier und da, wo ich mir denke, boah, also so hobbylos bin ich jetzt auch nicht, mir da jetzt irgendwas
auszudenken und dahin zu klatschen. So, es macht gar keinen Sinn. Nein, ich schwöre, ist wirklich passiert, was da passiert ist. Und ich komme da auch selber manchmal nicht drauf klar, was manchmal so für Dinge passieren. Und deswegen erzählen wir das hier auch im Podcast, um das ein bisschen zu verarbeiten. Ja, ja, wirklich. Das ist unsere Therapiestunde hier. Todes. Das ist so. Und es klappt irgendwie ganz gut eigentlich. Oder? Als Therapiestunde. Geht's dir besser nach den Folgen? Ja. Ja, ne? Ja. Ja. Dann ist es raus. Ja, muss raus. Dein HK? HK. Ich habe jetzt nicht explizit einen HK, aber das war ein Clip, wo ich über, worüber habe ich denn da nochmal gesprochen gehabt? Über meinen vorletzten Mann. Und keine Ahnung, ich bin ja sehr offen, was meine Männergeschichten und so weiter angeht. Und das mag auch nicht jedem gefallen. Aber wenn Frauen dazu etwas zu sagen haben, brodelt es in mir. Weil same. So, ich stehe halt für Frauen, so sage ich auch so, wie es ist. Ne? Klar, Girls Support Girls hat auch Grenzen. Aber trotzdem würde ich mich niemals hinsetzen, wenn eine Frau irgendwie über ihr Leben spricht, darüber dann zu urteilen. Und da war halt eine, ich habe halt über meinen Mann gesprochen und dann war sie so, was gibt es für Frauen, bin fassungslos. Und dann hat Arthur, bester Mann übrigens, geschrieben, warum. Und sie so, wie die mit ihrem Körper umgehen, als wäre das nichts wert. Und daraufhin bin ich auf ihr Profil gegangen und da hatte sie einen TikTok gepostet, wo drüber stand, wenn Frauen andere Frauen runtermachen, so Girls Support Girls mäßig. Und da dachte ich mir auch nur so, Mädels am Markt? Manche machen Girls Support Girls nur für Cloud. Also, da wollte sie dann die paar Likes mit mitnehmen. Und dann denke ich mir so, das hat halt damit nichts zu tun. Und dann habe ich halt darüber auch ein Video gemacht. Und da haben sich auch so viele darunter aufgeregt. Warum pickst du jetzt ausgerechnet sie raus? Wo ich mir denke, soll ich mich hinsetzen und über, keine Ahnung, 300.000 Leute mich da aufregen, was für ein Scheiß die mir tagtäglich an den Kopf knallen. Und man muss den Leuten das auch einfach mal vor Augen führen. Rauspicken und Name-Dropping muss viel mehr normalisiert sein. So. Weil was ist schlimm daran, wenn die sprich auch dich direkt an. Wieso wenn die öffentlich sowas posten, kann ich doch auch öffentlich meine Meinung sagen. Wieso kannst du nicht sie direkt zurück ansprechen? Ist so. Weil es ist auch wirklich so, mit wenn so Influencer auch Hate-Kommentare bekommen, das finde ich auch so ein Thema, wenn man da mal was zurücksagt, so, das ist immer so, wie kannst du da nur was sagen? Du hast eine Vorbildfunktion. Wenn du mich beleidigst, kann ich dich auch zurückbeleidigen. Ist und so. Ich finde, das sollte auch so normalisiert sein, einfach zu sagen, dass wir als Person des öffentlichen Lebens auch mal was sagen dürfen, weil wir uns nicht immer alles gefallen lassen müssen. So, weil warum soll ich mich von A bis Z immer fertig machen lassen und dann das einfach so hinnehmen? So, ich kann ja auch sagen, dass du scheiße bist. Das ist doch mein Reden. Ja. Das, mich juckt das ja auch nicht. Letztens hat mir auch jemand so, manche Leute folgen mir und sind dann immer so passive Hater. Also ich habe das Gefühl, die folgen einem, aber insgeheim mögen die einen gar nicht, beziehungsweise sind irgendwie neidisch auf einen. Ich damals bei Bibis Beauty Palace, weil der folgt mir und hat dann aber so auf meine Stories schon so, ich habe schon so in den DMs hochgescrollt und da war schon so, wen interessiert das, wen juckt's, wer hat gefragt, so eine Scheiße halt. Und einmal habe ich irgendwie so geschrieben, also da habe ich eine Story vom Rummel gemacht und so, wie ich Fahrgeschäfte fahre, wenn mein Crush neben mir sitzt oder so, damit er kein Ick bekommt. Und dann hat er so geantwortet, was für Crush, so wie du aussiehst, zercrushst du da nur jeden oder so. Und ich habe dann so dem geantwortet, also erstmal bin ich auf sein Profil gegangen, habe ein Bild von ihm gescreenshottet und habe einfach das geantwortet. Weil dann manchmal sagen Bilder mehr als 1000 Worte, weil es sind doch immer dieselben, die was zu sagen haben, die größte Fresse haben. Und dann habe ich noch so geschrieben, halt die Fresse, du dummes Opfer. Und irgendwie eines Tages, wenn so ein Chat von mir geleakt wird und auf TikTok hochgeladen wird, werde ich das so liken, kommentieren und reposten, weil ich dazu stehe, dass ich sowas schreibe. Man kann mich damit nicht canceln. Ich finde das auch nicht schlimm. Wenn du mir dumm kommst, wieso kann ich nicht schreiben, halt deine Fresse, such dir Freunde. Es ist wirklich so, nee, und es muss jetzt auch mal aufhören, wir müssen jetzt hier auch mal. Da glüht's, da glüht's. Da brodelt's. Ja, so, Ruhe. Ja, Ruhe im Karton. Ja, aber auf jeden Fall, die hat dann noch ihren Account privat gestellt, weil meine SoldatInnen sind doof. Hetze. Die sind losgegangen. Nur du hetzt. Nein, das ist keine Hetze. Das ist keine. Ich habe ja nichts gesagt. Ich habe einfach nur dieses Thema erzählt, was da passiert ist. Und was man daraus macht, ist ja eine andere Sache. Ja. So, Punkt. You're right. Deswegen, Adriana, ne? Nicht nochmal. Pass bloß auf. Wir haben doch noch ein kleines Programm für diese Folge. Genau, weil in der letzten Folge hat Kim mehr Fragen gestellt, wie das eigentlich ist, eine erfahrene Frau zu sein. Erfahren im Sexbereich. Im Sexbereich, ja. Ich bin auch erfahren, nur nicht in dem Bereich. Und deswegen haben wir uns heute gedacht, stelle ich heute mal Fragen an eine Jungfrau. Ey, Lero.
Bruder will's wissen. Hey. Wir haben seinen Job übernommen. Ja, jetzt wo er offline ist. Und ich habe mir da jetzt mal hier so ein paar Sachen rausgesucht. Sie hat gerade schon im Auto zu mir gesagt, sie hat Angst, dass ich die Fragen cringe finde. Ja. Und da habe ich auch ehrlich gesagt jetzt ein bisschen Angst, wenn du das so sagst. Lass es einfach auf dich zukommen. Okay. Lass es einfach auf dich zukommen. Okay. Meine erste Frage ist, hattest du schon mal einen Sextraum? Nee, ich hatte noch nie einen Sextraum. Echt nicht? Ja, also, noch ja, nie. Ist ja logisch. Also, oder? Hä? Weil Ich hatte das noch nie und da habe ich auch letztens mit jemandem drüber geredet. Ich hatte noch nie einen Sextraum. Weil ich glaube, ich habe da wirklich, also ich habe da ja kein unterbewusstes Verlangen nach. Ja, und du hast auch keinen Bezug dazu, weil, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel einen Sextraum habe, dann träume ich auch von Menschen, mit denen ich vielleicht schon mal was hatte. Und ich weiß ja, wie ich da bin. So. Und ja. Du weißt das ja aber gar nicht. Deswegen habe ich mir halt die Frage gestellt, wenn du das nicht weißt, das kannst du das dann trotzdem vielleicht in deinem Kopf haben, aber offensichtlich ja nicht. Ja. Krass. Nee, ich hatte das wirklich noch nie. Ich bin mir ziemlich sicher, weil ich bin einfach noch nie feucht aufgewacht. nee, und ich hatte das noch nie. Ja, weil ich glaube, also ich habe da ja wirklich so, ist es ja auch nicht so, dass ich mir die ganze Zeit denke, oh mein Gott, ich will Sex haben. Mhm. Weil ich glaube einfach, in meinem Unterbewusstsein ist da auch kein Verlangen nach, dass ich mir so denke, das kann warten, das kannst du nicht verstehen, ne? Aber letztens klang das irgendwie mal noch ein bisschen anders. Ja, sowas sage ich irgendwie dann immer so für die Cloud. Ja, okay. Also sowas sage ich dann bei meinen Freunden, weil die es lustig finden, wenn ich immer so sage, oh mein Gott, will ihn und seine Kinder austragen, Ivi. Aber nee, also ja, das sage ich dann so, das ist mein Synonym dafür, yeah, wenn ich jemanden geil finde. Yeah. Also ich finde ja Typen geil, so. Mm. Aber der eine, der meine Story gerade geliked hat, will den... Der soll so kommen, wer das der war. Soll so kommen. Aber, ist das Crush Nummer 5, oder? Nee, Loki, Crush Nummer 3, weil für diesen 4 aus der letzten Folge sind auch 2 schon weggefallen und nur noch 2 aktuell. Ach du Scheiße, du musst mich da mal abholen. Ja, erzähle ich nächste Folge. Okay. Schalte da ein. Ja, ja, hat Johnny. Okay. Hast du das Gefühl, dass du was verpasst hast? Überhaupt nicht, obwohl, also, das war ja eine Entscheidung von mir die ganze Zeit schon, die ich getroffen habe. Yeah. Und ich hätte das auch schon haben können. Und früher aber, das habe ich auch schon mal auf TikTok gesagt, als ich so 15, 16 war oder so, dachte ich so, mein Gott, wenn ich jetzt nicht bumse, dann stehe ich mit einem in meinem Grab, da kann ich mich eigentlich auch gleich umbringen, weil alle machen das und das heißt ja, dass mit mir was falsch ist oder yeah, so. Aber jetzt... denke ich mir so, ich habe nichts verpasst, weil ich ja unbedingt, also das Verlangen danach, dass ich das in einer Beziehung haben will mit einem Typen, den ich liebe, ist größer als das, dass ich mir denke, ich will unbedingt Sex haben, mhm, um nichts zu verpassen. Also das überwiegt das so. Ah, okay. Also ja, manchmal würde man schon gerne mitreden, aber irgendwie habe ich nicht mal so krass dieses Gefühl, dass mir irgendwas fehlt, wenn alle darüber reden, weil ich kann mir das irgendwie so gut vorstellen, wenn meine Freunde darüber reden, dass ich mir auch schon so denke, ja, also eigentlich weiß ich ja, wovon ihr so spricht. Keine Ahnung. Das ist eigentlich low-key irgendwie so witzig, weil man kann halt irgendwie so mitreden, obwohl man vielleicht gar keine ja, Ahnung hat, ich könnte, weil so alle um dich herum. Alle meine Freunde sind, ja, wie sagt man das jetzt, ohne Shame zu klingen, aber gut erfahrene Leute im Bereich Sex. Und ich könnte jetzt, wenn ich zum Beispiel in einer neuen Stadt mit neuen Leuten jetzt wäre, könnte ich auch so lügen und sagen, ja, mein Bodycount ist 20 und das würden die mir abkaufen, weil ich dann einfach so Stories erzählen würde, ja, von euch oder die ich mir selbst zusammenreimen würde, weil ich könnte darüber lügen, weil ich habe davon jetzt schon so viel Ahnung, in der Theorie, nur nicht in der Praxis. Ja. Irgendwie voll geil, du kannst so viel umsetzen, dann wenn es ja, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass ich da alles vergesse. Hast du eigentlich jemanden in deinem Umfeld, der auch Jungfrau ist? Ja, ich habe einige Freundinnen, also ich habe viele Südländer-Freundinnen, yeah, und die sind alle, beziehungsweise viele von denen sind Jungfrauen, mhm, und viele von, also einige von denen haben auch einen Freund und sind verlobt, also warten so bis zur Ehe, aber das ist ja bei mir nicht so, yeah, aber viele von denen, weil die halt, also wegen dem Glauben, mhm, sind die Jungfrau. Dann habe ich, glaube ich, noch eine Freundin, mit der ich gerade eng bin, die auch noch Jungfrau ist und sonst niemand. Also ich glaube insgesamt so 4, 5 Leute. Und wenn du mit dem bist, unterhältst du dich dann auch so irgendwie so darüber? Also
Ja, wir unterhalten uns schon manchmal darüber. Ja? Also wir unterhalten uns... Worüber redet ihr das so? Ja, manchmal... ich bin nicht so, aber eine Freundin von mir, wie die mir auch immer schreibt, wenn sie den Podcast hört, wie die das hört. wie ich jetzt nicht den Namen sagen kann, weil als wir in der letzten Folge den random Namen gesagt haben von diesen Randoms, ja. Hat der eine, der, den wir da gesagt haben, auch geschrieben und meinte so, oh mein Gott, Randoms, also und so. Und dann hat mir auch... Nee, das muss ich jetzt nicht erzählen. Nee. Dann hat mir auch jemand per DM geschrieben über einen, den wir da erwähnt haben. Eine so Tee, wo ich so war, Schatz, der Arme, man kann nicht hier, man kann einfach nicht so Sachen sagen von Fremden. Nein, das geht auch nicht. Das geht nicht, nee. Bitte lass diese Nachricht. manche sagen dann so, dass sie gerne Sex wollen. Ach so, also darüber unterhaltet ihr euch. So, weil wenn ich zum Beispiel mit meinen Freunden bin, die halt auch schon Sex hatten, dann unterhalten wir uns halt über die dreckigsten Sachen. Ja, nee, das können wir ja nicht. Ja, also, eben, und deswegen habe ich mich halt gefragt, so, wenn du dich halt, also wenn du mit dem bist und wenn du sagst, du redest mit denen, dann redet ihr so eher über dieses, was könnte sein oder wie so. Ja, auch, also wenn mal eine davon was mit einem Typen hat oder so und was mit einem Typen haben, ist bei uns JFs halt küssen. und darüber redet man dann so und dann sagen die auch so, oh, ja, oh, das war so krass und dann haben wir halt rumgemacht und alle sind dann so, obwohl das halt eigentlich in unserem Alter gar nicht mehr krass ist. Ja. Aber für mich ist das ja auch krass. Voll. Das letzte Mal rumgemacht habe ich letztes Jahr im Sommer mit einem Typen auf Malle und davor im Sommer mit einem Typen auf Bodrum. Also immer nur im Urlaub. Ja, immer nur im da Urlaub. Da gibt's keiner mit. Was im Urlaub passiert, bleibt auch im Urlaub. Ja, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, also mit Leuten in meinem Umfeld, also bei manchen wäre ich natürlich nicht abgeneigt oder bei manche sind auch meine Crushs so, aber ich glaube, ich wirke so und habe so eine Einstellung oder so, dass man das mit mir nicht macht. Also dass ich bin nicht so wie du, so flirty oder so. Du bist halt auf eine andere Art und Weise flirty. Ja, aber das getten die nicht. Ja. Aber also wenn ich flirte, man gettet es nicht. Aber das Ding ist, weil du das ja auch selber, glaube ich, gar nicht willst. Weil das, was du ja ausstrahlst, ziehst du ja auch irgendwie an. Ja, aber manche will ich. Das regt mich auf. Ja, aber das Ding ist, du bist ja auch so eine, du würdest ja zum Beispiel auch nicht so im Club oder so rummachen, oder? Ja, also mit Fremden auf gar keinen Fall. Besonders nicht in Deutschland. Ja, und ich glaube, deswegen wird das halt auch noch wenig. Also dann wird es halt auch gar nicht passieren. Weil aber mit so manchen Leuten, die ich so kenne, da habe ich so gerade beim Kopf. nee, irgendwas wollte ich gerade sagen. Achso, es hat mal ein Typ zu mir gesagt, Kim, mit dir möchte man nicht Sex haben, weil man das Gefühl hat, dass wenn man dann so sich auszieht und seinen Schwanz zeigt, dass du dann anfängst zu lachen. Und das kann ich richtig nachvollziehen. Ich wollte gerade sagen, ich kann es auch irgendwie verstehen. Ich kann mir das bei dir auch richtig vorstellen. Du so... Nee, nicht so auslachen, aber so oder so, dass ich die ganze... Ich glaube, ich kann das nicht. Ich bin dafür einfach nicht geboren. Doch, du kannst das. Ich will als Jungfrau sterben. Okay. Wenn da jemand so seinen Schwanz auspackt und irgendwie... Ich glaube, something about this. Ich glaube, du wirst da zu einer ganz anderen Kim. Meinst du? Ich glaube, irgendwas schaltet da bei dir null. Um. Null. Doch, ich glaube daran. Das sagt ihr alle immer, aber ich glaube überhaupt nicht. Doch, weil du wirst dann so sehr serious. Du wirst dann so, okay. Und jetzt machen wir das. Glaubst du, ich bin so eine Drecksau? Ich glaube, du wirst eine richtige Drecksau. Meinst du? Weil ich glaube das nicht. Doch, ich glaube, ich bin dir ehrlich, wenn du das erste, also deinen ersten Freund hast. Boy. Oh, Lord. Wenn du deinen ersten Freund hast und dann so dein erstes Mal habt, du bist dann so eine, du bist nicht zu sättigen. Du bist so richtig gierig und du willst immer mehr. Doch, ich glaube, so eine bist du. Bist 12. Ja, im Kopf schon. nee, irgendwie habe ich das Gefühl, ich würde mich da auch vor allem wegcringen, ich wäre da viel zu verkopft, ich kann nicht loslassen und ich bin da irgendwie so, oh mein Gott, und so, und das wird einfach nur unangenehm, aber nur, weil ich es unangenehm mache, das glaube ich. Ja, das ist das Problem. Das glaube ich, ja. Aber weil ich sonst nämlich, glaube ich, denke so, du bist so, du nimmst die Sache schon ernst und dann bist du so richtig offen dafür. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ich habe da große Hoffnung rein. Okay. Ja. glaubst du, mein Kink Arschloch lecken wäre auch was für dich?
Das finde ich so ekelhaft. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schlau von mir ist zu sagen, das ist ekelhaft, weil ich habe schon echt oft gehört, dass viele Typen das geil finden und ganz, ganz viele Typen eigentlich so sagen, dass das übel entweder underrated ist, weil viele sich das, glaube ich, nicht trauen, oder so, ey, was bist du für eine Frau, wenn du deinem Mann nicht sein Arschloch leckst? Checkst du? Ich habe das schon so, auf Twitter lese ich das irgendwie immer, die User da. Twitter ist auch so eine random App für mich. Wenn du in einer lustigen Twitter-Bubble bist, so lustig. Ja. Und da kommentieren die immer alle so, Digga, was habt ihr für Freunde, wenn die sich nicht ihr Arschloch lecken wollen von euch und so. Aber lecken lassen wollen. Aber ich. Deswegen habe ich gerade Angst, dass ich mir was verbaue, wenn irgendwelche Typen sich so denken, oh, das würdet ihr nicht machen. Aber das glaube ich eher nicht. Ich glaube, da liegt es an anderen Sachen, außer an das. Aber ich finde das so ekelhaft. Ja, ich verstehe das. Musstest du da erstmal so auf den Geschmack kommen oder? Ich wurde in diese Situation einfach hineingeworfen. Ich hatte keine andere Wahl. Da war so, also als ich das erste Mal gemacht habe, war der Typ so, willst du mal machen? Und ich war so, ja, okay, ich mach das jetzt. Und irgendwie habe ich dann so Gefallen daran gefunden, weil ich einfach... Oh, wie ich das gerade bildlich sehe mit diesem Mensch. Weißt du, welcher Mensch natürlich, das ist? Natürlich weiß ich, wer das war. Oh, Loki Flex, das ist mein erstes Arschloch. Das ist richtig der Flex. Ja. Eigentlich warte ich auch nur auf den Tag, bis dir alles so egal ist, dass du den Namen droppst. Niemals, in diesem Leben nicht, in diesem Leben nicht. Und dann war ich so, und das hat mich halt so geil gemacht, dass ich bei dem da hinten ran, und dann war ich so, jetzt kann ich jeden haben, jetzt kann ich alles machen. Ja, aber vielleicht lag es auch an dem, dass es geil war. Ist immer geil. Ja, ich finde es immer vielleicht geil. Für den, der es bekommt, ist es vielleicht geil, aber für dich... Doch, weil mich macht das ja geil, dass das die so geil macht. Das finde ich ja an diesem Ding so geil. Ja. Ich habe ja auch schon 1000 Mal einen Einlauf von meinen Freunden bekommen, weil es ist ja auch immer so ein Ding, ob die rasiert sind oder nicht. Und Fabi meinte immer, sitzen wir so, scheiße, aber hast du so Kotkrümel und so im Maul und Mädchen! Mädchen! Nein! Ich war so, nein! Ja! Oh, yeah. Aber nee. Also was ist, ich check nicht, nee. Mm-mm. Du checkst nicht, was daran geil ist, nee. Aber doch, ich liebe in dem Moment so dieses Dominante. Das wenn ist die mir da so, das ist mir so, zu viel. Ein kleines Baby und sind so. In welcher Position liegen die denn bitte da? So liegen die da! Ja. Ach du Scheiße. Schön Beine nach oben und dann geht's los. Nee, da würde ich mir aber auch denken. Ja, das Ding ist also, wie gesagt, ich habe es damals mal probiert, mir hat's gefallen, aber es ist auch nicht für jedermann ja. was. So. Und es gibt auch super viele Typen, die dann so sind, so, nee, du kommst da hinten nicht ran. Und das ist auch vollkommen fein für mich. So, dann gebe ich mich damit zufrieden. Ist natürlich dann ne, so was Unbefriedigtes, also so eine unbefriedigte Seite in mir, aber ich kann das ablegen. Ja, okay. Also, okay. Klar, ja. Aber sag's es nicht für dich. Sag's es nicht für dich. Nee, erstmal nicht. Ich passe erstmal okay, gut. Die weitere Zeit. An welchem verrückten Ort würdest du gerne mal Sex haben? Verrückter Ort? vielleicht erstmal in einem Bett fürs Erste. You crazy girl. Weiß ich, ich habe da keinen Ort. Also wo ich es haben will, nee. Ich hab überhaupt keine Fantasien, weil ich mache mir da überhaupt keine Gedanken über Sex. Wenn ich so mir so dirty 18 plus Gedanken mache, dann stelle ich mir nur Küssen vor. Das kannst du dir nicht vorstellen, ne? Ich weiß nicht, weil, keine Ahnung, ich könnte halt so immer dran denken, irgendwie so an so Dinge, die so passiert sind oder so mit irgendwelchen. Ja, die passiert sind, merkst du selber, ne? Ja, aber ich habe ja dann so, man spielt ja so Fantasies in seinem Kopf und ist dann so. Ja, aber von was soll ich irgendwelche Fantasies? Ja, aber keine Ahnung, hast du, also ich kann mir, wenn du so einen Crush hast, so zum Beispiel, ja. Stellst du dir vielleicht nicht vor, was du so für Sachen mit dem machen könntest? das ist mir jetzt hier auch ein bisschen zu intim. Okay, gut. Nein, aber ich stelle mir halt immer nur so Szenarien vor, wie man sich küsst und was ich, weil ich das romantisch finde. Ja. Ich stelle mir dann eher so rum, oder ich stelle mir immer. Ich hab immer so ein Szenario. Ich habe immer so ein Szenario, was ich mir vorstelle. Das ist so cringe. Aber ich erzähle dir das jetzt. Das ist so lustig. Zum Einschlafen benutze ich das manchmal. Aber stellst du dir nie Sachen zum... Du stellst dir Sachen auch zum Einschlafen manchmal vor. Und du stellst dir dann aber so eine Sex-Sachen vor. Zum Beispiel. Und ich habe immer so eine Situation, die ich mir vorstelle, dass ich so Geburtstag habe. Und...
Und ich in Freud da, beziehungsweise der Typen, den Typen, auf den ich gerade pieke, dass wir da gerade so was am Laufen haben oder zusammen sind. Und der dann so sagt, ja, jetzt habe ich hier gerade eine Überraschung. Und dann macht er so eine Dia-Show. Was? Ich will das nicht mal. Ich bin das jemals passiert. Ich möchte das nicht. Dia-Show, Digga. Man kann über alles nachdenken zum Einschlafen. Aber du denkst doch immer nach, dass sie deinen Freund eine fucking Dia-Show macht. Ich will das nicht mal. Also wenn das jemals passieren würde, würde ich mich umbringen an meinem Geburtstag. Aber das ist immer mein Gedanke zum Einschlafen. Und dann, es hört nicht auf. Und die Dia-Show ist mit dem Lied Paradise von und dann sagt er so, ja, ich habe hier was Kleines vorbereitet. Und ich heule. Ach du Scheiße, du auch. Und dann sagt der Typ so, ja, ich habe hier was Kleines vorbereitet für Kim. Und dann sind alle so, dann gehen alle so hin und dann sitze ich so mit so einem Stuhl vor allen anderen. Und dann kommt da so die Dia-Show und dann mache ich immer so, oh nein! Und so, oh nein! Oder so, und dann sagen alle so, oh mein Gott, wie süß. Und dann höre ich da auch manchmal so zum Einschlafen noch das Lied Paradise von Coldplay, weil ich mir das damit forscht. Doch! Ich habe hier schon so viel gehört, aber das... Das kann man sich nicht ausleihen. Alter, ich hab so... Ach du Scheiße, wie wir beide heulen. Ja, das ist so... Sowas denken sich junge Frauen zum Einschlafen. Ganz normal. Ach du Scheiße, hat jemand ein Tuch oder so? Okay, weiter. Ja, also Coldplay ist einfach seine White Noise. Ja, irgendwie schon. Und da stelle ich mir dann immer so, du kannst dir dann so einen von meinen Crushes, die ich dir mal gezeigt habe, dann so bildlich vorstellen dabei, wie ich mir das dann so vorstelle mit denen. Und dazu schlafe ich dann immer ein und sowas stelle ich mir dann eher vor, anstatt Sex. Aber verstehe ich, weil du bist halt auch so eine Romantikerin und das ist halt total romantisch, so eine Dia-Show von jemandem zu bekommen. Eine Dia-Show. Ja, aber wie ich das ja nicht mal will. Ja. So, jetzt habe ich so voll Angst, dass das jemand an meinem Geburtstag abpult und ich mir so denke, oh nee, boy. Diese iPhone-Dia-Show, wo so, die für, so die für die Person da, wenn jemand so das bei mir anmacht. Naja, okay, hast du noch eine Frage? Das ist echt arschlustig. Ja, schon mal jemanden geküsst, das hatten wir. Wie sieht für dich das perfekte erste Mal aus? Aber zu schon mal jemanden geküsst, will ich noch mal was sagen. Okay. Bei mir ist es auch so, also ich habe schon ein paar Leute geküsst und ich habe auch so eine Liste. Wie viele Leute hast du denn schon geküsst? Oh mein Gott, soll ich jetzt hier was beichten? Ja. Oh mein Gott, ich muss was beichten. Das ist eigentlich so unangenehm, dass ich das jetzt hier beichte. Eigentlich jetzt geht's los. Jetzt geht mir hier die Pumpe. Weil, I lied. Also ich habe eine sehr lange in meinem Leben eine Lüge aufrechterhalten. Bis jetzt immer noch. Und alle meine Freunde von früher gucken diesen Podcast, weil die schreiben mir immer. Und die, oh Leute, ich habe euch nicht bei vielen Dingen angelogen. Das ist jetzt die einzige Sache, weil... das kann ich gleich erklären. Also, ich habe in meinem Leben, warte, ich muss jetzt mal gucken auf die Liste, wie viel ich geküsst habe. Die ist hier gepinnt in meinen Notizen. Notiz ist gesperrt, Schatz. Zeig die an. Fünf Leute, also fünf Typen. Mhm. Und ich war früher mit 16 einmal in Lorette Mar. Und da war ich halt so mit meiner damaligen besten Freundin in Lorette. Und da wollte mich dann so auch so am ersten Abend jemand küssen, aber ich hatte noch nicht meinen ersten Kuss. Und dann dann habe ich mich so weggedreht, weil ich mich nicht getraut habe. Und das ist übel oft vorgekommen. Und das ist ungefähr 16 Mal vorgekommen. Und dann, ich weiß genau die Zahl, weil ich da mitgezählt habe. Und dann... war ich zu Hause und dann habe ich einfach gesagt, oh mein Gott, ich habe da mit 16 Typen rumgemacht, weil ich so getan habe, ja, die hätten mich ja geküsst, also kann ich das ja eigentlich zählen dafür, dass die gemacht hätten. Yeah. Und dann so, ja, ich habe da mit 16 Typen rumgemacht, ja, Leute, ja, weil ich war halt 16 und das so mit 18 war das dann so irgendwann das Sex haben, aber mit 16 war das so dieses Küssen, also willst du irgendwann mal deinen ersten Kuss auch haben, oder? Yeah. Und dann war mir das peinlich, dass ich noch nicht meinen ersten Kuss hatte und ich habe immer gesagt, ich hatte mit 16 meinen ersten Kuss in Lorette. Und das ist das
erste Mal, dass ich das gerade sage. Oha. Und ich habe das jahrelang, bis heute läuft diese Lüge noch. Also die denken das alle. Und jetzt ist mir das gerade vielleicht auch ein bisschen unangenehm, weil jetzt denkt man irgendwie wieder, dass ich so eine verlogene Lügnerin bin. Nein, aber das Ding ist, ich checke diesen Punkt, warum man wegen sowas lügt auch. Das war ja, ich schwöre, früher haben die Leute so gesagt. Also früher wann? Ich habe das Gefühl, jetzt bei den jetzigen 16-Jährigen ist das auch so. Also die Leute haben früher so gesagt, so, ja, hä, du hattest noch Lieder und nicht deinen ersten Kuss, hä? Es wird halt so ein Ding draus gemacht. Ich hatte das ja damals, bei mir war das, als ich 14 war, war das ja auch so, dass alle um mich herum schon so ihren ersten Kuss hatten und ich hatte das halt auch nicht. Dann habe ich mir halt auch immer so Dinge aus dem Arsch gezogen und war so, ja, und ja, aber ich hatte das schon mal früher so, mal so, ne? Und dann irgendwann musste ich dann halt, auch weil ich dazugehören wollte, dann habe ich es halt aber wirklich durchgezogen. Ja, und meinen ersten richtigen Kuss hatte ich dann erst mit 18. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ich kann mich noch daran erinnern und es war richtig schlimm. Also ich war richtig, kanntest du den? Ja, ich war richtig besoffen und das war auf einer Party. Und das war auf einer Hausparty und das war so im Wohnzimmer auf dem Dancefloor und da waren doch gerade so alle Leute und dann kam, ich habe das auf Video, weil das hat jemand gefilmt und dann kam da gerade so... Du hast deinen ersten Kuss auf Video? Ja, und dann kam da gerade so ein, auch so ein, irgendwie so ein komisches Lied, also so ein, ich glaube dieses This is my last resort. Das kam da gerade und dazu hat man dann rumgemacht und ich glaube, auf diesem Video sieht das auch so schlimm aus, weil ich in dem Moment ja, also das Ding ist, mein Gehirn hat das gar nicht mehr gecheckt, dass das mein erster Kuss war, weil ich ja so 5 Jahre davor schon gesagt habe, dass ich meinen ersten Kuss mit 16 hatte, dass mein Gehirn das auch geglaubt hat und dass das deswegen für mich nicht mehr so, nicht so krass war. Trotzdem weiß ich noch, dass das ein schlimmer Kuss war und das war dann aber an dem Abend dann noch öfters, also haben wir uns dann noch öfters geküsst und irgendwann wurde das dann besser, aber trotzdem habe ich übel selten in meinem Leben mit Leuten rumgemacht und ich kann einfach auch nicht küssen. Das hast du auch mal zu mir gesagt, dass du nicht weißt, wie man küsst. Ja, also ich weiß, dass ich das nicht kann, also zum Beispiel so wenig, wie ich das mache und dann immer nur besoffen und immer nur, keine Ahnung, ich hätte das mit dem ich auf Malle rumgemacht habe. Der hat das schon die ganze Zeit so probiert, aber ich traue mich das nicht. Ich drehe mich da immer weg und so, weil ich mir so denke, nee, ich muss so grottenschlecht küssen. Und dann habe ich dann auch immer so gesagt, ja, ich weiß halt, ich kann nicht küssen. Und die haben jetzt halt nicht so gesagt, doch, du küsst voll gut. Die haben immer so gesagt, egal. Das kriegt man so, schon hin. Ja, das ist nicht so schlimm oder so. Aber Übung macht den Meister. Deswegen mach mal mehr rum. Ich möchte das nicht. Ja, also mir ist das auch unangenehm, wenn ich das nicht kann, weil ich weiß ganz, sorry, aber... Das Ding ist, das muss man ja, also du lernst ja auch sowas. Also ich habe auch schon von super vielen gehört, dass deren Partner nicht küssen konnten und dass die das dann auch, also auch erstmal so antrainieren mussten. Oder dass man einfach manchmal auch nicht miteinander matcht. Also... Ja, aber wie ich bis jetzt mit 5 Leuten nicht gematcht habe beim Rummachen. Ja, kann auch sein... Dass es aber beim nächsten so ist. Ja. So, weißt du? Mal gucken. Das weißt ja nicht. Ich will dich jetzt auch nicht dazu animieren, dass du jetzt, keine Ahnung, auf der nächsten Party mit 16 Leuten rummachst. Nee, das möchte ich nicht. Das bin ich nicht. Aber ich habe beim ersten Mal, also als ich meinen ersten Kuss hatte, habe ich auch katastrophal geküsst. Das weiß ich, so richtig mit Zähne und so. Ich habe auch mit Zähne, geküsst. Und ich habe den so genommen und so richtig. Ich weiß nicht mehr, wie das geht, dass ich da mit Zähnen geküsst habe. Ich weiß noch, dass der so meinte, mach mal weniger Zähne. Und ich dachte, das muss so, weil meiner hat nichts gesagt. Ich dachte, das ist normal, dass die so aneinander knirschen. Wie küsst man denn aber bitte mit Zähnen? Weil das weiß ich jetzt nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Na, wenn du zu nah, also du küsst ja mit deinen Lippen, aber wenn du... Ja, wenn man dann so mit den Zähnen so daran, ja. So daran gehst und dann dachte ich so, das musst du aufeinander schleifen wie Schleifpapier, keine Ahnung. Also, Heule. Ja, das habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Wahrscheinlich ja, und irgendwann habe ich dann, ich glaube mal durch Dr. Sommer oder so erfahren, dass es nicht normal ist, mit Zähnen zu knutschen. Also. Ja, da, wie Dr. Sommer so oft bei uns zur Sprache kommt. Wirklich. Ja, nächste Frage war? Stimmt. Ah ja, ich glaube, wie stellst du dein perfektes erstes Mal vor? Wie stelle ich mir das vor?
Also weil andere Dinge kannst du ja auch schon vorstellen. Ja, aber irgendwie, ich schwöre, ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Ich stelle mir das vor, also ich sage ja immer, das soll mit meinem Freund sein. Und das soll so sein, dass man schon so bis safe so ein halbes Jahr oder so zusammen ist oder so, weil ich will mir da wirklich Zeit lassen. Ja. Und alle meine Freunde sagen auch immer so, ja, du hast so lange gewartet, lass dir wirklich Zeit und lass dich nicht drängen. Aber ich stelle mir das so vor, dass man die anderen Sachen, die es da noch gibt, auch schon vorher gemacht hat. Weil ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war. Was hast du zuerst gemacht? Ficken oder Oralsex? Na, ich hatte an... Stimmt, nein, du hast gefickt zuerst, oder? Naja, ich hatte an dem Tag, als ich mein erstes Mal hatte, hatte ich meinen ersten Kuss, mein erstes Mal Oralsex und mein erstes Mal gefickt. Das ist so krass. Das ist crazy. Das ist krank. Das ist crazy. So. Ja, okay. Nee, so stelle ich es mir nicht vor. Ich stelle mir vor, dass man das so, die Reihenfolge davon, wie das ist. Man tastet sich so langsam ran. Ja, also so, genau. Die Reihenfolge ist finde ich, so rummachen, runterholen, blasen und dann Sex. Ja. Das finde ich... Und auch noch und das andere selbe bei der Frau. Ja, und da stelle ich mir das so vor, dass das erst zuerst kommt und dass man dann alles so nach der Zeit macht. Und dann ist man auch schon ein bisschen mehr so ein eingespieltes Team, finde ich. Und dann ist es auch nicht mehr so unangenehm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es halt einfach so, man macht rum und dann lässt man dieses Petting so weg und dann kommt es so direkt zu dem. Ja, weißt du, irgendwann dann, so, ja. Also ich glaub, und dann kennt man sich ja auch schon, keine Ahnung, nackt oder so. Nee, also ich glaube halt nicht, ich glaube, dass, also, oh, das... ist in meiner romantischen Vorstellung irgendwie einfach so, dass man so, keine Ahnung, man hat so 6 Monate miteinander gechillt und dann irgendwann ist man so auf einem schönen Date, so, da lädt einen so ein, so, und dann liegt man vielleicht irgendwo auf einer Decke irgendwo im Freien und dann küsst man das so und dann schläft man so zärtlich miteinander. Das ist für mich so das perfekte erste Mal irgendwie. Und man hat sich vorher noch nie berührt. Vorher noch nie berührt. Und da das erste Mal. Okay, krass. Das ist für mich so... Ja, auch gut. Wie ich mir das so vorstelle, wie das eigentlich sein sollte. Ja, doch, so finde ich es auch schön. Ne? So ist ja toll. Schöner Sonnenuntergang. Ja, so nehme ich, ja, das kopiere ich einfach. Das logge ich ein. Die Antwort, die Antwort ist eingeloggt. Ja. Das waren meine Fragen. Waren das alle Fragen? Das waren, ja. Okay, krass. Oder? Ja, das waren alle. Okay. Das waren einige. Ja, das waren einige. Und wir sind ja auch schon über einer Stunde. Sind wir gut in der Zeit? Gut in der Zeit. Über eine Stunde. Ja, okay, dann schreibt doch gerne mal unten rein, wie euer perfektes erstes Mal aussieht. Das würde mich echt mal interessieren. Das würde mich irgendwie auch interessieren, aber ich glaube, das schreibt keine Sau da rein. Weil das ja auch mal mit Namen ist. Das ist öffentlich. Das ist halt nicht so anonym, sondern das ist einfach öffentlich. So Lara Nash 61 030 schreibt dann so, ja, also mein erstes Mal, nee, reicht. Stopp. Ist gut. Ist gut, das Ding wird jetzt zugemacht. Ja, deswegen radikaler Abschluss mal wieder. Radikaler Abschluss. Danke für alles. Danke für alles. Ihr könnt uns abchecken auf. Insta, TikTok, Snapchat, YouTube. Ich heiße Young Stachel überall. Ich heiße auf Insta Kim Victoria mit 3 A. Und auf TikTok findet ihr mich unter Kim is in a Mood live, beziehungsweise reicht doch Kim is in a Mood eingeben. Und abonniert diesen Scheißkanal und fünf gebt Sterne fucking geben. 5 Sterne. Fünf Sterne. Danke fürs Zuhören. Danke. Tschüss. Kisses.